Weil junge TüftlerInnen befähigen wir Menschen, die Welt aktiv zu gestalten mit digitalen Technologien. Sie arbeiten bei uns in spannenden Lernformaten und widmen sich Herausforderungen der Nachhaltigkeit. Und um diese zu lösen und Ideen zu entwickeln, setzen sie digitale Werkzeuge und Technologien ein. Die zentrale Herausforderung für digitale Bildung in Deutschland ist für mich, Lehrerinnen und Lehrer zu ermutigen und zu befähigen, neue Wege des Lernens zu gehen. Wir treffen ganz oft auch Lehrerinnen und Lehrer, die zu uns sagen, das, was ihr hier macht, ist toll, aber ich kann das bei mir überhaupt nicht umsetzen. Lehrerinnen und Lehrer stecken in einem sehr engen Korsett teilweise, aber sie haben viel mehr Freiheiten, als ihnen selbst bewusst ist. Und das ihnen klar zu machen und aufzuzeigen, was können sie eigentlich, welche Möglichkeiten haben sie und was geht alles, ist für mich eine der zentralen Herausforderungen. Um diese Herausforderung konkret anzugehen, entwickeln wir Beispiele. Wir zeigen an Lernformaten nach dem Ansatz Lernen durch Begreifen, wie projektbasiertes Lernen in den Unterricht verankert werden kann, lehrplankonform. Wir entwickeln begleitende Lernmaterialien, analog und digital, je nach Vorzug des Lernenden. Und wir schaffen Orte für die Lernenden und Lehrenden, um neues Lernen selbst zu erfahren und zu spüren. Zum Beispiel in Düsseldorf mit Coding for Tomorrow oder jetzt neu in Berlin auch mit dem Good Lab.